Die ersten 10 Begriffe haben wir jetzt schon auf unserer Körperliste abgespeichert. Jetzt brauche ich weitere Briefkästen, damit ich die 10 nächsten Begriffe irgendwo hinlegen kann, damit ich sie dann später auch wiederfinde. Deswegen möchte ich meine Körperliste nun erweitern mit der sogenannten Raumliste. Die Raumliste haben die alten Griechen und die alten Römer sehr erfolgreich angewandt. Und zwar Cicero hat seine 2-3-stündigen Reden sehr erfolgreich mit dieser Technik in seinem Kopf memorisieren können. Was hat er getan? Er ist hergegangen und hat den Raum, in dem er sich befunden hat, eingeteilt in 10, 20, 30, 40, vielleicht sogar 100 markante Briefkästen, in dem er dann seine Schlüsselwörter dort hineingelegt hat und auch wiedergefunden hat. Wir werden jetzt diesen Raum einteilen in 10 neue Briefkästen, was die Briefkastennummern von 11 bis 20 sein werden, weil 1 bis 10 war ja unser Körper. Ich beginne auf der linken Seite und nehme als ersten Briefkasten in diesem Raum diesen Vorhang, sprich Briefkasten Nummer 11. Ich drehe mich um und sehe in der Ecke Briefkasten Nummer 12 diese Stehlampe. Stehlampe auf dem Briefkasten Nummer 12. Ich nehme als Briefkasten Nummer 13 diese Bücher in dem Bücherregal. Briefkasten Nummer 13, Bücher. Ich sehe diesen Fernseher als Briefkasten Nummer 14. 14 ist dieser Fernseher. Ich gehe weiter und nehme die Schafe als Briefkasten Nummer 15. Und weil es der Briefkasten Nummer 5 in diesem Raum ist, greife ich diese Schafe mit meinen 5 Fingern, hebe die nach oben, dann wissen Sie ganz genau, Briefkasten Nummer 5, sprich Briefkasten Nummer 15 insgesamt, sind diese Schafe Briefkasten Nummer 15. Ich nehme diese Palme als Briefkasten Nummer 16. Palme, Briefkasten Nummer 16. Nummer 17, ich wähle dieses Kissen. Und weil es der Briefkasten Nummer 17 ist, verknüpfe ich diesen Briefkasten wieder mit den 7 Zwergen. Ich hebe dieses Kissen hoch und hinter diesem Kissen sitzen 7 Zwerge und Schneewittchen. Briefkasten Nummer 17 ist dieses Kissen. Briefkasten Nummer 18, ich gehe weiter und sehe dieses Bild an der Wand. Briefkasten Nummer 18 ist dieses Bild. Briefkasten Nummer 19, dann nehme ich diese Orchidee auf diesem Sideboard. Briefkasten Nummer 19 ist diese Orchidee. Und damit ich den Kreis wieder schließen kann, in diesem Raum gehe ich hier weiter und sehe als Briefkasten Nummer 20 diese Thermoskanne. Jetzt haben wir 10 neue Briefkästen in diesem Raum installiert, sprich Briefkasten Nummer 11 bis 20, die wir nun gemeinsam wiederholen werden. Schauen Sie mal, wie viele Bilder, wie viele Briefkästen Sie allein durch mein Vorreden jetzt schon in Ihrem Kopf abgespeichert haben. Jetzt geht's ans Wiederholen. Wir gehen nochmal in Gedanken diesen ganzen Raum durch. Briefkasten Nummer 11 war dieser Vorhang. Nummer 12 war Stehlampe. Nummer 13 war Bücher. Nummer 14 war Fernseher. Nummer 15 waren die Schafe. 16 war Palme, 17 war das Kissen, 18 war das Bild, 19 war die Orchidee und 20 war diese Thermoskanne. Wir werden jetzt diese Raumliste hernehmen, um etwas Sinnvolles darin auch abzuspeichern. Könnten Sie auf Anhieb die 10 wichtigsten Marken der Welt aufzählen? Die 10 wertvollsten Brands? Diese Brands werden wir jetzt ebenfalls in diesen Raum reinlegen, und zwar der Größe nach. Wir gehen zu dem ersten Briefkasten hin. Ich nehme eine Coca-Cola-Flasche und die schütte ich über diesen kompletten Vorhang. Die ganze Soße läuft herunter. Coca-Cola, die wichtigste und größte Marke der Welt. Erster Briefkasten. Ich gehe zu meinem Lampenschirm hin und unter dem Lampenschirm verbirgt sich Bill Gates. Und Bill Gates steht natürlich für Microsoft, logisch. Microsoft bei dem Lampenschirm. Die ganzen Bücher sind in Wirklichkeit lauter Festplatten, vollgefüllt mit Informationen, und das ist der große Megacomputer, wo das Internet eigentlich bewacht. Und dieser Megacomputer stammt von IBM. IBM, die dritte Marke. Der Fernseher, der ist generell elektrisch. General Electric. General Electric beim Fernseher. Ich sehe die Schafe und die kommunizieren gegenseitig mit einem Handy von der Firma Nokia. Sie hören, das klingelt, Nokia-Telefone, die telefonieren miteinander mit Nokia-Telefonen. Sie sehen in dem Dschungel hier, sehen Sie 2, 3 Gorillas drin sitzen und die rufen
Toyota. Toyota bei der Palme. In dem Kissen befinden sich lauter Chipsätze von Intel. Intel Inside. Oder vielleicht ist in dem Kissen noch ein Telefon für Intel. Ich gehe zu meinem Bild an der Wand und sehe ein Plakat von McDonald's, wo ein großer Big Mac abgebildet ist. Und ich beiße richtig in dieses Bild hinein, weil mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Big Mac und McDonald's auf diesem Bild. Ich gehe zu meiner Orchidee hin und ich sehe, die Blüten von der Orchidee sind wie die Ohren von Mickey Mouse. Und ich ziehe diese Ohren richtig lang und sehe dadurch natürlich Walt Disney. Ja, und letztendlich die letzte Marke. Sie sehen hier diese Kanne und da drin ist das Meer. Und ich schütte mir noch ein bisschen Meer über meine Zehen drüber für Mercedes. Mercedes auf der Nummer 10. Somit haben wir die 10 größten Marken relativ schnell im Kopf schon wieder abgespeichert. Wir machen jetzt noch eine kurze Wiederholung, damit es wirklich im Kopf abgespeichert bleibt. Hier schütte ich die Coca-Cola-Flasche drüber für Coca-Cola. Ich begebe mich unter den Lampenschirm für Bill Gates und Microsoft. Hier oben sehe ich die ganzen Computer-Festplatten für IBM. Der Fernseher, generell elektrisch, für General Electric. Die Schafe telefonieren mit Nokia-Telefonen. Ich sehe, in der Palme sehe ich die Gorillas, die da singen Toyota. In dem Kissen sind lauter Telefone drin für Intel oder die Chipsätze von Intel. Ich sehe das Plakat von McDonald's. Ich beiß hinein, weil mir das Wasser im Mund zusammenläuft. McDonald's. Ich sehe die Ohren von Mickey Mouse. Die ziehe ich lang für Walt Disney. Und letztendlich hier die Flasche noch, wo das Meer drin abgespeichert ist. Ich schütte es über meine Zehen drüber für Mercedes.